Ja, servus und willkommen zu unserem neuen Motorradreisefilm. Nach 5 Jahren haben Christina und ich es endlich mal wieder geschafft, eine Motorradreise durch das südliche Afrika zu unternehmen. Unser Hauptziel dieses Mal ist der Nordosten Namibias mit einem Abstecher nach Botswana und dem Besuch der Victoria-Fälle in Simbabwe. Unser besonderer Dank gilt Ralf Möglich und dem gesamten Team von Gravel Travel, die diese Reise ermöglicht haben. Bei Gravel Travel könnt ihr übrigens auch tolle geführte Motorradreisen durch das südliche Afrika buchen. Unsere Reise starteten wir auch diesmal wieder in Windhoek, der Hauptstadt Namibias. Es ging hoch in den Norden. Wir passieren Otjiwarongo, Otavi und erreichen Rundu. Von Rundu aus ging es dann weiter an die Popa-Wasserfälle in Tifundu. Hier blieben wir 3 Tage, bevor es dann bis nach Katima Mulilo am Sambesi weiterging. Von Katima aus fuhren wir dann über die Grenze nach Botswana und dort nach Kasane. In Kasane blieben wir 3 Tage und haben von dort aus auch einen Ausflug mit einem Jeep an die Victoria-Wasserfälle in Simbabwe unternommen. Das war jetzt der erste Abschnitt unserer Reise. Wir wünschen euch nun viel Spaß beim Anschauen des Films. Windhoek, minus 4 Grad. So, Morning. Windhoek, guten Morgen. 6:30 Uhr, minus 4 Grad. Ne? Good morning, Namibia, how are you? Oh, sind wir also wieder in unserem Zimmer, das wir praktisch schon öfters gehabt haben. Wunderschön. Die Sonne scheint schön drauf. Heute mal minus 4 Grad ohne Heizung. So, das ist unser Bad. Da haben wir schöne Badwanne drin. Ne? Und natürlich auch schöne große Dusche. Ne? Und Bertolt, sein Lieblingszimmer hier, der Ernst. Ne? Christina macht gerade mal ein paar Bilder von unserem Equipment, das wir dabei haben. Das ist also große Fotos, Drohne ist dabei, der Laptop ist dabei, Angelausrüstung ist dabei, weil wir wollen im Okavango oder Sambesi Tigerfisch fangen. Ne? Ja, ist alles aufs Moped drauf. Ne? So, und jetzt gehen wir Kaffee trinken. Ne? Let's go. Coffee. Mountain Lodge von Gravel Travel. Mal wieder Frühstück. Christian hat eine Jacke an, weil man hat es minus 4 Grad gehabt. Oh, steht sie ja. Eine rote diesmal. Also diesmal gibt es eine rote Yamaha. Ne? Wow. Ah, hat er alles schon hergelegt. Ne? Ja. Technisch ist okay, mit Sicherheit gehe ich aus, wenn es der Ralf macht. Ne? Ja, gut. Ne? Montiereisen. Die Schlüssel sind das. Ne? Ersatzschläuche hin und vorne ne? Jeweils. Ne? Und na, da müssen wir es halt legen normalerweise. Wenn Ralf hat ja noch jede Menge Mopeds hier stehen. Ne? Das sind ja alles. Ne? Es sind gar keine Teneris mehr da, ne? 6 Heftchen, ne? Ja. Alles noch voll mit Mopeds. Und es sind alle, wie es aussieht, alle schon durchgecheckt. Hier seht ihr einen 63-jährigen Motorradabenteurer, der noch nach Botswana fahren will. Wow, Manpower pur. Servus und hallo aus der Mountain Lodge Windhoek. Wir starten heute zu unserer Tour Richtung Botswana hoch. Heute erster Stopp ist Otavi, morgen geht es nach Rundu, dann an die Popa-Fälle und dann nach Katima Mulilo am Sambesi. Ja, und dann geht es rüber nach Kasane, wenn alles klappt, nach Botswana. So, und jetzt starten wir.
sometimes I feel like an unfairless child. Sometimes I feel like an unfairless child. I'm gone. Nach unseren ersten 400 Kilometern hier in Namibia erreichen wir Otavi und dort unsere Unterkunft, den Olienhof. Wir werden von unseren Gastgebern Chil und Enzi sehr herzlich empfangen und fühlen uns direkt wie zu Hause. Ja, Christina, sag mal, wie viele Kilometer sind wir denn heute gefahren? 400 bis Otavi, dann haben wir ein bisschen rumgeirrt und dann, keine Ahnung. Moped läuft gut, klappert viel, ne? Das schöne kleine Gästehaus ist ein perfekter Zwischenstopp auf Touren in Richtung Etosha Nationalpark oder auch unsere Reise in Richtung Rundu am Okavango River. Am Abend werden wir von Chil persönlich bewirtet. Es gibt leckeres Filet von der Elnantilope, dazu eine Flasche sehr guten Rotwein. Geht's wieder gut, ne? Ja. Also, ja, genau. Ja, test. Genau. Das ist gut. Werden wir nicht alt heute. Schmeckt's, Christina? In den Antilope geht's, ne? Sehr gut. Dazu ein sehr guter Wein noch. Ne? Passt doch durchstellte Köbel, ne? Zimmer in Otavi in Namibia. 68 Euro. 68. I can read between the lines as the shadows pass us by. Wir erreichen den Veterinärzaun, die sogenannte Rote Linie. Der Zaun verläuft durch ganz Namibia und trennt den Süden vom Norden. Hier sollte früher verhindert werden, dass die Maul- und Klauenseuche oder die Rinderpest sich in den Süden verbreitet. Es fanden Kontrollen statt oder finden Kontrollen statt, dass kein Fleisch und keine Eiweißprodukte oder Milchprodukte vom Norden in den Süden gebracht werden ohne Kontrolle. Hinter dem Veterinärzaun beginnt dann das richtige Afrika. Viele kleine Dörfer mit strohgedeckten Hütten, Rinder, Schafe, Ziegen queren die Straße. Man muss schon ein bisschen aufpassen. Und wir müssen so vielen Kindern winken, wenn sie schulfrei haben. Motorrad ist die Hölle los, wenn wir vorbei waren. Nach 2 Tagen erreichen wir über kerzengerade Straßen, fast wie in Deutschland die Autobahn, nur links und rechts ein paar Strohhütten, erreichen wir praktisch Rundu am Okavango. Auf der anderen Seite des Flusses liegt Angola. Wir übernachten dort in der schönen Tambudi Lodge. Das ist ein Bungalow in Rundu, am Kavango, die Anlage dazu, einwandfrei.
sind wir also in unserem Zimmer in Rundu. Ne? Ja, dann geht es hier weiter. Dusche und schöne Badewanne. Ne? Ja. Ja, gut, zufrieden. Ja. Laden wir erstmal aus. Ne? Sind wir also in Rundu am Kavango-Fluss in der Tambuti-Lodge. Ne? Bei großer Hitze angekommen, heute was richtig ein stressiger Tag. Ne? Fix und fertig. Ne? Morgen geht es dann weiter, da fahren wir nach Ding, da fahren wir nach an die Popperfälle. 220 Kilometer. Ich nehme an, es hat auch wieder über 30 Grad. Ist ja egal. Kommt der Party-Service. Jawohl, richtig. Genau. Hast du aber bezahlt schon? Nicht, dass morgen Karte abgebucht wird. Ja, alles klar. Ein schönes Windhoek, perfekt. Ja. So, die Christine macht jetzt fertig zum Schlafen gehen. Ne? Ja, wir werden gut bewacht. Komm, geht auch mal heute. Heute haben wir mal, eine Spinne da oben sitzen, so dicke, fette. Und sind noch mehr im Zimmer. Also wir sind gut bewacht, also die Schnarke haben gar keine Chance. Ne? Wir haben ein Moskitonetz, hilft hoffentlich auch gleich die Spinne. Ja. Ja. Wir sind ja in Rundu am Okavango im äußersten Norden Namibias und fahren heute in den Westen des Landes Richtung Sambesi. Bestimmt ist vielen von euch schon aufgefallen, dass Namibia im Nordwesten des Landes einen Landstreifen hat, der wie ein Gitarrenhals aussieht. Ich versuche mal in 2 Minuten zu erklären, wie Namibia zu diesem Stück Land gekommen ist. Wir gehen mal zurück ins Jahr 1890. Damals hatte der deutsche Reichskanzler Caprivi mit den Engländern einen Deal gemacht. Es ging darum, die Deutschen wollten unbedingt zwischen Deutsch-Westafrika und Deutsch-Ostafrika eine Landverbindung herstellen. Der sogenannte Helgoland-Sansibar-Vertrag beinhaltete folgende Details. Deutschland verzichtete auf die Ansprüche in Sansibar, die Insel lag nämlich genau vor der deutschen Kolonie Ostafrika, und bekam dafür den Caprivi-Streifen und einen Zugang zum Sambesi. Außerdem fiel noch die Insel Helgoland an Deutschland. Zu einer Landverbindung zwischen den deutschen Kolonien ist es nie gekommen. Cecil Rhodes hat damals Nordrhodesien für England beansprucht und so ging der Plan daneben. Ja, guten Morgen. Wir sind Rundu am Kavango-Fluss, der wird dann der Okavango irgendwann einmal, und fahren heute Richtung Popperwasserfall, 220 Kilometer. So, es geht los gleich. Wow. Ja, beim Messen des Ölstands haben wir festgestellt, es fehlt ein wenig. Der Einfüllstutzen ist leider schwer erreichbar, aber ein netter Tankwart schnitzt uns aus einer alten Wasserflasche in Trichter und so klappt es dann doch. Wir erreichen die Fundu am Okavango River, dort liegt auch unsere Unterkunft, die Chameto River Lodge. Wir müssen die Straße verlassen und fahren dann über Pisten bis zur Lodge direkt an den Fluss.
wo sind wir jetzt? Da sind wir Okavango an den Popafällen, Namibia. Kilometerstand knapp 1100 in 3 Tagen. So, heute machen wir eine Sundowner-Cruise, also eine Bootsfahrt. Ne? Und ja, schauen wir mal. Ne? Vielleicht sehen wir Hippo oder so. Oh, es geht also aufs Schiff. Die Titanic. Ja. So. Auf Nilpferd, Flusspferd, Pirsch. Jetzt geht es in den Popafällen, müssen eine Untiefe umfahren. So, Crocodile Dundee. So. Wow, White Sands. Popafälle, hä? Jawohl, ja. Sonnenuntergang. Wow. So, hier gibt es schönen Wein. Ah ja. Das ist für mich. Hey, Frankie. Hey, perfekt. Hey. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry, why, why, why. Ja, guten Morgen. Das Moped läuft noch gut. 1100 Kilometer sind wir gefahren. Wasser und Öl haben wir geprüft. Ja, es kann losgehen. Ab Richtung Cadima Mulilo. 350 Kilometer. Ja, es wird ein heißer Tag, über 30 Grad, 35 Grad schwül. Hat die Fahrt, hat die Tour. Ne? Und wenn alles klappt, fahren wir morgen nach Botswana rüber, nach Kasane. Land, over now, the cold.
Wir gerade durch den Nationalpark Richtung Kadima Molilo. Ja. Es wird langsam warm. Ne? Jetzt kann es Elefanten geben, also, ne? Eventuell zähmen Elefanten, aber ich glaube wenige. Die, wo die Straße ist, da kommen die nicht so oft über die Gasse gerannt. Atmen wir mal ab und gehen in den Hüpplaunch, ne? Im Stil der 40er, 50er Jahre. Ne? Sind wir in Catena Molelo in der Zambezi River Lodge. Jürgen geht ins eiskalte Wasser, das heißt nichts für mich, nichts für Weicheier. So, statt unserer Botswana Endspurtreise jetzt. Wir haben noch 130 Kilometer von hier, von Kadima Molilo am Zambezi nach Kasane. Am irgendeinem Fluss halt auch, ne? Ja, und im Chobe-Fluss ist das, ne? Und jetzt hoffen wir, dass wir über die Grenze kommen. An der Grenzen-Goma-Bridge zwischen Namibia und Botswana müssen wir noch ein Desinfektionsbad durchfahren, damit wir keine Sporen der Maul- und Klauenseuche von Namibia mit nach Botswana bringen. So, wir sind jetzt also in Botswana angekommen. Es hat gut geklappt an der Grenze, einwandfrei, ohne Stress. Super, hier ist das erste Schild, Maunin, Yati, Savuti, Sambia, Zimbabwe, Kasane, ne? Die A33 fahren wir jetzt, ne? A33 Richtung Kasane. Wir sind jetzt in Goma Bridge über die Grenze Namibia-Botswana gefahren und es sind noch ungefähr 60 Kilometer bis Kasane. Es ist eine Transitstrecke durch den Chobe-Nationalpark und es ist auch erlaubt, mit dem Motorrad durchzufahren. Hier hat man also Chancen, mit dem Moped Elefanten, Giraffen oder Zebras zu sehen. So, da haben wir jetzt, hier haben wir jetzt Giraffe an der Straßenseite, ne? Im Chobe-Nationalpark. Elefanten hatten wir schon, Zebras hatten wir schon gehabt.
so, wir haben soeben den Chob-Nationalpark verlassen, von Goma Bridge aus, und sind in Kasane angekommen. Christina vom Einkauf zurück. Gestresst ist sie, ne? Hallo Christina. Wolltest du auch so eine Teue? So, das ist also unser Bungalow, den wir jetzt in Botswana haben, ne? Elefanten sicher und wahrscheinlich auch sicher gegen böse Buben, ne? Ja, Moped hat durchgehalten bis jetzt, ne? Alles im grünen Bereich. Oh, das ist also unser Self-Catering-Bungalow, ne? Mit Küchenzeile dabei, Mikrowelle, Herd, Geschirr, Kühlschrank. Oh, haben wir auch noch ein Bett, haben wir auch noch, ne? Ja. Oh, alles da, ne? Was man braucht. Das war unser Pool hier in Botswana in Kasane, ne? Schön, ne? So, jetzt fahren wir mal ein bisschen spazieren einfach und ohne Sack hinten drauf. Ganz leicht, easy living. Ihr fragt euch bestimmt, wieso wir so wenig Piste gefahren sind im Urlaub. Aber hier im Norden, also ganz ober Botswana, Kalahari, gibt es viel, viel Sand und alleine unterwegs, wenn wir stehen bleiben. Es geht da voll in die Arme und da haben wir uns dann entschieden, dass wir mehr Teer fahren. Und wir haben kleine Abstecher gemacht, mal ein bisschen weg von der Straße. Könnt ihr mal sehen, wie die Piste so sind. Und deswegen lieber Teer. Chasing down the dream, searching for the other side. Singing songs of freedom on the road to paradise. It's a space I've been longing for every day of my life. Riding the gravel road. Zambezi-Lage gibt es jetzt. Ne? Importiert. Genau, importiert aus Zimbabwe. Ne? Ja, die sind bestimmt nicht da. Zambezi-Lage. Sandaune am Chobe-Fluss. Ja. Heute unternehmen wir eine Bootstour auf dem Chobe River. Es ist ein ganz fantastischer Ort, um Elefanten, Büffel und viele andere Tiere zu beobachten und zu fotografieren. So. Hallo, so, wir starten jetzt den Halle. Geht los. Chobe River, wow, Chobe Nationalpark. Die Bar hier an Bord. Ne? Es wird dort schöne, lustige Bootsfahrt heute werden. Oh, na makamboe.
Eine ganz tolle Bootsfahrt geht zu Ende. Es war wirklich einfach nur fantastisch. Wir haben so viele Büffel und Elefanten gesehen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Bilder, die wir gemacht haben, einfach nur genial. Wir können jedem nur empfehlen, der mal dort vorbeikommt, macht diese Tour einfach mit. 35 Euro sind hervorragend angelegt. Heute fahren wir nach Simbabwe an die Victoria-Wasserfälle. Haben wir gebucht, die Tour hier jetzt gemacht, wir werden abgeholt und sind um 4 Uhr heute wieder hier, 8 starten wir. Es ist zu kompliziert, mit dem Motorrad rüber zu fahren. Der Aufwand für einen Tag dahin zu fahren ist viel zu hoch, ne? Und da haben wir uns für eine geführte Tour entschieden. Ja, schauen wir uns die Fälle mal wieder an, hoffen wir, dass Wasser drin ist, aber laut den Aussagen von Kati Mamolilo hat der Sambesi sehr hohes Wasser. Sieht also gut aus. Und jetzt geht's ab. Hallo, morning. Morning. Fine, good, you? Oh, oh. Oh. Bye bye, see you later. Ne? So. Ja, genau. Thank you very much. Ne? Auf dem Weg zu der Victoria Wasserfälle. Oh, wisst ihr, jetzt sind wir also in Simbabwe. Eine Stunde Grenze. Ja. Jetzt starten wir also unsere Reise, also einen Rundgang zu den Vic Falls. Ne? Wow. Wick Falls National. So we're only going to be doing the Zimbabwean side of the falls. We start from this corner and come to here. Where we end the Zimbabwean side is mm-hmm. the Zambian side as well. So Victoria Falls is the only water falls which is among the 7 natural wonders of the world. And the Devil's Cataract Falls, which is 70 meters tall, it's the smallest one, which is 210 feet. Nummer 10. Mosio Tunja, der Rauch der Tonne. Ich bin
Mosio Tunja, der Rauch der Donne. Stina, lache. Regenwald, ne? Im Regenwald, da regnet es halt, ne? Heute unternehmen wir früh morgens einen Game Drive, also eine Safari, in den Chobe-Nationalpark. Der ist sehr bekannt für seine großen Elefantenherden. Außerdem gibt es hier eine große Löwenpopulation, von denen wir hoffentlich auch ein paar sehen werden. Aber es ist ja kein Zoo, es ist Natur pur hier. Buffalo was recorded as the second dangerous animal in Africa. Jetzt haben wir also in unserer Safari die erste Pause, ne? Stanley macht das Kaffee, ne? Dann schauen wir mal weiter, ne? Ja, genau. Ja. Thank you, ne? Kaffee? Möchtest du einen Kaffee, Christina? Tee ins Ganze, Kaffee ins Ganze. Ja, komm. Gut. Wir werden immer wieder gefragt, braucht man denn für gute Tieraufnahmen ein Teleobjektiv? Wir würden sagen, nicht immer. So, Christina. Starten wir nach Namibia, nach Katimamulilo, über die Grenzen, Goma Bridge, ne? Ja, so 70 Kilometer bis zur Grenze, 60 Kilometer bis zu unserem Hotel. Hoffen wir, dass alles gut geht an der Grenze, ne? Sind wir gerade am Eingang zum Chobe-Nationalpark. Ne? So, jetzt Moped, selbe vielleicht Elefanten, gucken wir mal. Ne? Islam, when
Der Grenzübergang zwischen Botswana und Namibia war problemlos und eine Stunde später erreichen wir schon unsere nächste Unterkunft, die tolle Kabrivi Muntoya Lodge. So, das ist also in Kadima Molilo, unsere Neuunterkunft. Direkt am Sambesi und so weiter. Ganz toll, wie es aussieht, ne? Klima nach dem Ach. Servus, ich baue jetzt meine Angel zusammen. Weil morgen früh haben wir ein Boot gemietet, den ganzen Tag, und gehen auf Tigerfisch. Schauen wir mal, ob wir einen kriegen. Meine Reiseroute, die habe ich eigentlich schon die ganze Welt dabei gehabt. Immer gute Fische mitgefangen, also hat immer funktioniert. Auch Piranhas, ne? Die Rolle ist auch schon, hat auch schon was mitgemacht. Alles kompakt. So, was müsste es eigentlich hinhaben? Fehlt nur noch der Tigerfisch mal. Im Hintergrund zu Edir das Wasser. Das ist ein Zeitenarm von Zambezi. Wir werden dann raus auf den Strom fahren und draußen unser Glück probieren in die Strömung. Also, morgen geht's weiter. Wir sind nun am Sambesi, dem viertlängsten Fluss Afrikas nach Nil, Kongo und Niger, mit einer Länge von 2600 Kilometern. Er entspringt in Sambia und mündet bei Mosambik in den Indischen Ozean. Ja, es ist schon ein toller Angeltag heute am Sambesi. Wir haben ungefähr 4 oder 5 Tigerfische an der Rute gehabt. Die sind ins Alpenhagen gegangen, aber einen schönen Nymphe, einen Buntbarsch haben wir erwischt. Unser Tourguide hat sich natürlich gefreut, als wir ihm das Tier geschenkt haben. Er hat ein tolles Abendessen gehabt. Schon wieder fort. Wir verlassen heute die Sambesi Muntoya Lodge und fahren Richtung die Fundo in unser Hotel. Christina hat dort den 60. Geburtstag. Ne? Ja, da werden wir heute mal eine schöne gemütliche Flasche Wein trinken. Ne? Die alte Dame. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. I'm a long way from my home. I'm a long way. I'm a long way, 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 I'm a long way from my home, Namibia, Angola,
Okay, Christina, geht's weiter. Nigeria. Und immer wieder Buschfeuer am Straßenrand. Das ist aber ganz normal hier und gewollt. Das alte Gras wird abgebrannt, sodass neues Gras nachwachsen kann. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. I'm a long way from my home. Wir erreichen nun zum zweiten Mal die Chameto River Lodge. Hier hat es uns so gut gefallen, dass wir einfach gesagt haben, weißt du was, Christinas Geburtstag, der 60. den feiern wir hier. So, das ist unser Zelt. Direkt am Okavango gelegen. Hier wohnen wir praktisch alle Christina im Geburtstag. So ist also unser Zelt hier direkt am Okavango, ne? Wow, ein bisschen Luxus, kennt man ganz ja sonst nichts, ne? Christina hat ja Geburtstag, ne? Und da hat man halt sowas, ne? Entweder man hat oder man hat nicht, ne? So ist unser Bett. Wow. Mit Terrasse, wo wir heute Abend schöne Flasche Wein trinken können. Genial. In der Someto Lodge nutzen wir heute mal die Gelegenheit und starten unsere Drohne von unserem Zelt aus, direkt am Okavango, und machen mal ein paar Aufnahmen von der Popa-Wasserfälle von oben. Beim Rückflug sieht man dann unser Zelt. Christina. Geht von aus, geht von aus, aber nur ein Aufwach. GT. Ein Single, den gibt es noch aus. Ne? Oh, ja, das nennt es Wasserfest. Ja. Gut. Nicht so viel noch, das schmeckt mir ganz schön mehr. Die bringen uns ein bisschen schütten. Voll machen. Der Sache, ne? So, es gibt schöne Heck direkt am Sambesi, ein Meeresfisch am Sambesi, am Okavango, Entschuldigung. Happy birthday!
So, jetzt machen wir uns erst Safari, entweder in den Mahango Nationalpark oder in den Buffalo Nationalpark. Gucken wir mal, was wir sehen. Ne? Das Motorrad bleibt hier stehen. Ne? Nehmen wir jetzt eine Safari. Schauen wir mal, Elefant von links oder gemacht. Ne? Es gibt so mal ein gutes Draft. So, Christina. So, sind wir am Kavango. Ah, wow. Genial. Salut, ob die schöne Safari, die wir jetzt gerade machen. Ne? Die erste, einwandfrei. Ne? Salut. So, Moped ist beladen, ein bisschen stadtklar. Es geht los Richtung Rundu am Kavango entlang. Und die, wie heißt die Lodge? Hakusembe Lodge. Gondwana Gruppe, schauen wir mal. Ne? Nina lapo na kuota pia na kutwa sire Moyo alichechemea mwili damu kauka Bezi Bezi Nasumuka kwako ndio na moyo wangu
Kuchangia na mtu Nashika ukanda mwenyewe Takabaliyo Waja leo taka leo Waja leo waruni leo Wataka leo wapata leo Mariamu wakuo Auf dem Weg nach Hakusembe, Hakusembe River Lodge, schön die offene Landschaft. Ganz anders wie vom Herkommen. Siwezi oh Wanaume barabara kazi ya mume kwa mke Neno ya mke chumbi kwa mumewe Wow, unser nächstes Highlight, ne? Wieder mal, ne? Wir kommen aus den Highlights gar nicht mehr raus, ne? Ja. So. Schatten. Ja, das machen wir mal. Ja. So. Ja. So. So bringen wir erstmal was, ne? Genau. So, das ist also unser Zimmer auf der Hakusembe River Lodge bei Rundo. Ist doch schon was, oder? Kann man doch lassen, wie es ist. Ne? Haben wir separate Dusche und separate Toilette. Das ist unsere Dusche, ne? Begehbar für alte Leute, wie ich auch bin. Hakusembe Lodge sehen wir jetzt gerade. Das ist Namibia-Seite bei Rundo und auf der anderen Seite drüber ist Angola. Angola kann ich tot saufen, aber an Gin Tonic auch. Ne? Was macht der Leverwert im Urlaub? Nicht brauchbar. Guten Morgen, Hakusembe Lodge am Kavango River, also am Okavango in Barundo. Ja, kalt, man sieht quasi nicht. Morgen geht es weiter nach Zume, bin zum Wiener Hotel. 5 Grad. Nebel am Kavango, hatte ohne 0 Grad, hat gefroren gehabt heute Nacht. Letztes Land da, ne, war die Wolle fertig. The other side is Angola. The river is called Okavango River. This river is starting in Angola in the mountains. It's flowing, getting into Botswana to Okavango Delta. From where it's starting to where it joins Okavango Delta, it's about 1,700 kilometers. All right? Los im Okavango. Ne? Ja, guten Morgen, Rundu, Grenze Angola, am Okavango. Sieht doch gut aus, ne? Wenn man überlegt, dass wir heute noch über 32 Grad kriegen, in 2-3 Stunden wird es dann warm. Wahnsinn. So, guten Morgen Namibia, guten Morgen Rundu, guten Morgen Okavango und guten Morgen Angola auf der anderen Flussseite. Ja, wir sind jetzt in Rundu und fahren heute 350 Kilometer in den Süden nach Zumeb ins Mino Hotel. Is it you? Is it me?
dreams all we have stay the test of time. That tattooed soul's torn, is love really blind? I can read between the lines as the shadows pass us by. I missed all the signs, saw your tears, heard you cry. Oh, je ne crois. Believe the time will come, show us the way. I love you more than life itself, every night and every day. Remember when we first met, seemed like forever. Kilometer haben wir, sind es noch 230 Kilometer bis zum Mip ungefähr, oder 240. Ne? Grotfontaine müssten wir noch 150 haben vielleicht oder so. Kurz vor Grotfontaine erreichen wir wieder den Veterinärzaun, die rote Linie, die wir schon bei der Fahrt in den Norden passiert haben. Ab hier beginnt wieder das andere Namibia, keine Strohhüten mehr am Straßenrand, alles gepflegt, das sogenannte Farmland. Chilly wind blows. I remember you when I saw the sun. I'll remember you to the day that I die. Nach einer 360 Kilometer langen Strecke in brütender Hitze erreichen wir Zumeb, die Minenstadt. Zumeb ist übrigens auch bekannt unter Mineraliensammlern. Außerdem ist Zumeb ein beliebter Stopp auf dem Weg in den Etosha Nationalpark. Minenhotel, Zumeb, schön wie immer, kenne ein paar Leute, Volker, Susi, Otto, wer war noch dabei, hallo. Ja, jetzt geht es in unser Zimmer rein, das ist unseres, ja. Ja, 205 haben wir. Oh. Ah ja, passt doch. Ne? Draußen der Pool direkt vom Fenster. Genau. Gut. Oh, Minenhotel Zumeb. Christina wollte ein Glas Bier. Die wollte ein Glas Bier. Habt ihr das auch in Witsche mal gehört? In Afrika ein Glas Bier. Das ist dann anstatt 05, 04. Ne? Haben wir schon mitgemacht. Ne? Alles klar, also gut. Nur 04. Ja, ja. Zumeb Minenhotel. In Minenhotel Zumeb. Immer wieder ein schöner Platz hier in Namibia. Wow. Also hier in Zumeb im Minenhotel gibt es auch einen Harley-Club. Der Chef vom Hotel ist ein Harley-Fahrer. Sons of the North. Das Minenhotel ist immer wieder ein schöner Platz, wo man es gut aushalten kann. Schöne Zimmer, man kann ein bisschen entspannen. Einfach nur klasse. Man sollte aber die Toilette benutzen und nicht irgendwo in der Garde pieseln. Das ist hier nicht so gesund, wie es aussieht. Schöne, wunderschöne Gemäuer in Zumeb, Minenhotel.
Hier war es wieder super gewesen im Innenhotel, im Hali-Hauptquartier von Namibia, mehr oder weniger. Ne? Heute verlassen wir Zumeb und es geht weiter zum Mount Etio Safari Lodge. Juhu, nach fast 3000 Kilometern endlich mal etwas, das man Kurve nennen kann. Die ganze Zeit sind wir ja fast nur geradeaus gefahren. Also, wir genießen richtig die Schräglage des Mopeds. Und weiter geht's. Nachdem wir einige Kilometer auf der B1 gefahren sind, biegen wir zwischen Otjiwarongo und Okahandja auf die D2483 Richtung Kalkfeld ab. Von hier aus sind es noch 40 Kilometer Schotterpiste bis zur Mount Etio Safari Lodge, unserer nächsten Unterkunft hier in Namibia. Nach 40 tollen Kilometern Piste haben wir die Mount Etio Safari Lodge erreicht. Wir freuen uns schon auf eine Safari, also ein Game Drive, dann auf ein Abendessen, ein tolles in Boma und natürlich einen Sundowner, einen Gin Tonic. Jetzt geht es also zu unserem letzten Game Drive auf der Mount Etio Safari Lodge. Das ist also nun unser letzter Game Drive in Namibia auf der Mount Etio Lodge. Die ist dafür bekannt, dass man hier sehr gut Nashörner sehen kann und fotografieren kann. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, wir fahren schon 2 Stunden durch die Gegend, ohne Nashörner und Elefanten zu sehen. Und dann plötzlich erscheinen Tiere, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben. Ein Löwenrudel mit 3 Jungen. Fantastisch, im Licht, sagenhaft. Wir machen ganz tolle Aufnahmen und genießen den Moment. Am Seeufer sehen wir ein seltenes Spitzmaulnashorn oder schwarzes Nashorn. Es gibt auf der Welt nur noch ca. 6000 dieser tollen Tiere. Ist also extrem vom Aussterben bedroht und steht auf der roten Liste ganz oben. Para que le
riva du tua, du tua, du tua uno e due, du tua uno e due, oh na macamboe, ngai na macamboe. Wir genießen den tollen Moment noch, bevor es dann zurück auf die Lodge geht, wo wir dann gut zu Abend essen, ein Fläschchen Rotwein trinken, Gin Tonic gibt es noch als Sundowner und dann lassen wir den Tag ausklingen. Ja, perfekt. Ja, da kann es einem schon ganz anders werden, wenn die Löwen zu uns Auto reinschauen. Aber die Löwen nehmen das Ganze, das Auto, als ein großes Tier wahr und deswegen greifen sie nicht an. Steigt man aus, war es das gewesen. Ist mein Löwenfutter. Montetio Safari Lodge, neben Otjibarongo, Bakalkrand ist es. Heute geht's weiter, noch einmal auf die Farm, 220 Kilometer. Ja, war wieder schön, einen Haufen Löwe haben wir gestern gesehen, toll, 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 toll. Grebel, Trebel ist 8 Uhr, die mache gerade eine Tour in die Victoria Wasserfälle. Hier stehen die Motorräder. Dann hier ist Begleitfahrzeug mit noch einer Yamaha drauf, ne? Alles dabei, die Kollegen. Und dann haben sie noch zwei Geländewäsche dabei. Ne? Alles mit an Bord. Ne? So, Christina, gehen wir Frühstück, oder? Ja, warm. Breakfast, wow. Unser Yamaha steht auch noch da. Wir sind jetzt auf der Mount Etio Safari Lodge und waren heute Richtung Amaib zu Bulls Party und zur Höhle. Wie heißt die Höhle, Christina? Die Philips Höhle. Sind wir 2 Tage und dann geht es zurück nach Windhoek. Und das war es dann eigentlich mit unserem Urlaub dann gewesen. So, wir sind jetzt also an der Kreuzung, wo wir nicht wissen, wo wir hin sollen. Aber wir fahren jetzt mal rechts Richtung Kalkfeld und hoffen, dass wir dann auf die C33 kommen. Na, Christina? Genau. Chasing down the dream, searching for the other side. Singing songs of freedom. On the road to paradise, it's a space I've been longing for every day of my life. Right in the gravel road, right on. Right in the gravel road, right on. Right in the gravel road, right on. Many miles from home, Luderitz to solitude on the Copperhead Road, gravel travel, that's the only way to go. Yeah. Right in the gravel road. Right in the gravel road, right on. Right in the gravel road, right on. Right in the gravel road, right on.
So, Amaib, stehen wir, unseren blauen Platz hier, alles mit Feuerholz schon. Ja. Ja, guten Morgen, Amaib, im Rongo-Gebirge. Wir sind jetzt gerade aus unserer Hütte raus. Wir haben eine Wanderung zur Philippshöhle, ne? Ja. Im Rongo-Gebirge, da fahren Amaib. Ne? Und damit fahren wir zu Bulls Party, unserem Elefantenkopf. Sand on the day when I call you, answer me, please answer me and turn. Philipps Cave, der Rongo-Gebirge, auf der Farm Amaib sind wir jetzt. Ne? Gibt Felszeichnungen von den Buschleuten. Die haben es schick gehalten, weil es halt eine Höhle ist, überdacht. Ist keine Witterung dran gekommen. Keine schlechte, also kein Regen und so weiter. Ne? So, die Christina geht jetzt mal zum Elefanten zum Weisen. Ne? Ja. Das ist also der weiße Elefant. Ne? Wow. So. Es sind dann noch jede Menge Menschen abgebildet. Und Gnu oder Kudo oder irgendwas, ne? Toll war es, Christina, oder? Ja, perfekt. Tolle Wanderung. Ja. Nach 3 Wochen Motorrad fahren, ja. Lutsch, sitze, sah auf und fresse, ne? Hat das mal richtig gut getan. So, jetzt fahren wir also nochmal mit dem Motorrad zu den Felsformationen Elefantenkopf und Bulls Party. Ganz toller Platz in Namibia, muss man mal gesehen haben. Wir fahren schön langsam, dass wir uns nichts mehr brechen am Ende vom Urlaub. It will flow and wash away our differences and love. You have the power to deliver, so let it flow. When I dip my hand into your water, I feel the soul. Wow, Amaib Ranch, Amaib Farm, Hintergrund der Elefantenkopf, ne? Das ist er. Wow, da haben wir uns heute um das Bier verdient, ne? Ja, ist schon was da, ne? Wow. Halten, sonst rollt er weg, ne? Wow. Gut. Bulls Party. Wow. Do not hide your face from me when I feel sad. On the day when I ist alles ein bisschen größer hier. Please answer me. Der Elefantenkopf. Amaib Farm, Erongo-Gebirge, Namibia.
Yeah, Wingemol. Das war's, Parkplatz, Motorrad. Und zurück Bier trinken, ne? I'm a nomad. I'm lost and silent in the wilderness, like an owl among the ruins. My wings lined with ashes, alone on the roof. I feel I'm a nomad. I feel I'm a nomad. I feel I'm a nomad. My days go up in smoke. My bones are aching. My days go up in smoke. Salute! Amaib. Letzter Abend im Busch noch einmal. Nach dem ganzen Wassergeplänkel oben im Caprivi, im Sambesi, sind wir noch mal in die Wüste gefahren. Ja, und haben heute noch mal ein bisschen kurz Party angeguckt in die Philips Cave. Toll war's. Wüste halt. Lagerfeuer nochmal, Sternenhimmel bis zum Abwinken. Wow. Salute. Do not hide your face. Do not hide your face from me. When I feel sad. Ist die Farm Amaib hier nicht ein fantastischer Ort, um unseren Reisefilm zu beenden? Ja, morgen geht's dann zurück nach Windhoek und übermorgen fliegen wir nach Frankfurt. Ja, es war ein toller Urlaub und wir würden es jederzeit genauso wieder machen. Wir hoffen, der Film hat euch gefallen. Eure Biker aus dem Bachgau, Christina und Jürgen. Kalahari nights, Namibia, every
bird squat kaput, many miles from home. Looters to solitude on the Copperhead Road. Gravel travel, that's the only way to go. Yeah. Right in the gravel road, right on. Right in the gravel road, right on. Sahara nights, Namibia, African style. Chasing down a dream, searching for the other side. Got a man in a roadie, on the road to paradise. It's the space I've been looking for. This is so cool, man. I feel so good now. I can't stop. Can't stop the song. Yeah.
rolling along. Blue the rich to solitude on that Copperhead Road. Gravel travel is the only way to go. Gravel travel is the only way to go. Yeah, okay. Riding in the gravel road, right on. Riding in the gravel road, right on. Gravel road, right on. Kalahari and Dots, Namibia, Africa. Kalahari and Dots, Namibia, Africa, song. I can't stop this song, I love it, bitch, yeah, I love it so much. Hamburg, Swatko, bigger troubles in the hand. Looter, it's the solitude, I'm driving blind. Gravel, travel, it's the only way to go. There's a definition, the last time now. Right on the gravel.